Brian Rüegger, Leiter des Instituts für Marketingmanagement an der ZHAW. Dieses Jahr haben wir am Swiss New Marketing Forum das Thema Marketing ist weiblich. Wie war das vor 30 Jahren? Ja, wenn wir alte Lehrbücher anschauen, dann finden wir heute die Artikulation, die eher männlich geprägt ist und eher militärisch auch geprägt ist. Wir finden dort Beschreibungen des Marketings, dass man Zielmärkte aussuchen soll, Märkte segmentieren soll, dass man sich positionieren muss in einem Positionierungskreuz und dann die Zielmärkte mit Werbebotschaften beschießen soll. Und heute wollen Kunden nicht mehr so beschossen werden mit Werbebotschaften. Also das heißt, auch die Sprache war ganz anders damals? Definitiv. Also sie war effektiv sehr militärisch geprägt und auch maskulin geprägt. Was hat sich im Marketing jetzt in den letzten 30 Jahren vor allem verändert oder was hat Marketing verändert? Es sind sehr viele Megatrends, sehr viele Einflussfaktoren, die gewirkt haben auf Marketing. Sicher der technologische Fortschritt, Globalisierung, soziodemografische Veränderungen, die uns als Gesellschaft weitergebracht haben und Unternehmen verändert haben und entsprechend auch das Marketing als Ganzes verändert haben. Wie muss Marketing heute sein? Ja, nicht nur feminin, aber sicher auch femininer. Kunden wollen nicht mehr Einwegkommunikation haben, sie wollen Kommunikation auf Augenhöhe, sie wollen mehr Dialog als Einwegkommunikation. Sie suchen Authentizität, sie wollen wissen, ob ein Unternehmen wirklich so ist, wie sie sich auch geben, und suchen nach Beweisen. Wir haben heute mit viel mehr Vernetzung zu tun und auch viel mehr Technologie. Es ist viel digitaler geworden, das Marketing. Also ist es wirklich einfach weiblich oder gibt es da noch Nuancen? Ja, es sind verschiedene Elemente, die man als femininer bezeichnen könnte. Es ist sicher das verbindende Element, das stärker in den Vordergrund rückt, auch das Zuhören und Reagieren können, die Vernetzung, die wichtig ist. Und dann aber auch Elemente wie beispielsweise die Bedeutung von Gefühlen, die immer wichtiger wird und die schwierig sind zu messen, aber im Marketing schon lange jetzt Einzug gefunden haben. Durch welche Faktoren werden dann die Männer noch angesprochen? Ja, also die Männer kommen nicht zu kurz. Militärischer Stil ist nicht mehr gefragt. Aber dafür gibt es sehr viele neue Spielzeuge für die Männer. Es gibt neue Werkzeuge, es gibt sehr viel Digitalisierung und dort neue Tools, die man einsetzen kann. Dann Big Data spricht auch eher die Männer an, also im Umgang mit ganz grossen Daten. Wir haben immer mehr Daten zur Verfügung, müssen die bewältigen. Und dann auch die Messbarkeit. Wir können heute sehr viel mehr messen und gleichzeitig, und das ist spannend, sehen wir immer weniger weit. Also die Prognostizierbarkeit wird immer schlechter, aber dafür können wir im Moment selber sehr viel mehr messen.